Ein wunderschönes Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Ja, in der letzten Folge haben wir die Gefangenen gerettet und Paz gerettet, nein Quatsch, Chico gerettet und eine Kassette erhalten. Die Kassette hören wir uns jetzt an. Chico left the tape on record while he was being moved. Try using what you hear to find Paz. If you're still not sure, listen to the tape again. Ja, ihr habt's gehört. Ich habe das schon mal markiert, den Ort, weil ich so assi bin und mal richtig schön vorab schon ein bisschen geguckt habe. Ne? Nein, wie gesagt, ich kenne das hier schon. Deswegen weiß ich auch, wo die ist. Und werde auch keine 2 Stunden wie blöde an drumherum laufen. Gott, schon wieder fast 5 Minuten verschwunden. Quatsch, 3 Minuten. Fast 3 Minuten. Fast. So. Die da hinten, keine Ahnung, was mit denen ist. So. Ich schleiche jetzt wieder hier lang. Aber auch wenn ich jetzt weiß, wo die alte ist, da reinzukommen ist nicht gerade einfach. Und da ist ein Fahrzeug. Ich stecke mich mal eben hier auf die Lauer. Was? Lol. Da liegt einer. So, der fährt jetzt mal mit seinem Truck erstmal weg. Das ist gut. 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 Ich hab voll einen an der Klatsche. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Schalldämpfer eigentlich, aber naja. Wir können jetzt noch 9 Leute betäuben. Ich hoffe, das reicht. Muss mal schnell da hinten hinlaufen. Sonst werden wir noch entdeckt. So. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir am besten gehen. Also normalerweise bin ich hier lang gegangen. So. Weil ich machen könnte es hier durch. Aber ich habe hier direkt. Hier habe ich direkt 3 Leute im Nacken. Hier habe ich nur 2. Allerdings stehen hier vorne auch nochmal wieder welche. Von daher ist es vollkommen egal, wo ich lang gehe. Also dieses Schnippe. So. Muss ich mal kurz an meinem Ohr kratzen. Das passiert mir immer wieder. Und da hinten sind die 2, okay. Okay. So. Da ist ein Riesenscheinwerfer, alles klar. Ach, Mann. Ach, Mann. Egal. Ich hoffe, die beiden bleiben da hinten jetzt stehen. All quiet. What was
that crew up to going back and forth between admin and the old prison area all the time? Yeah, one of the guys on gate duty was saying the same thing. They kept taking a prisoner with them. And then they'd go down into the boiler room. The area was off limits when we did the question. Interrogation. My buddy said open the front gate. Supply delivery is on its way in. The music. Opening front gate. Music? This is creepy shit. Ich kann die beiden schlecht angreifen, wenn die beiden nah beieinander sind. Das ist. Nö, der verreckt ja auch so schon. Wo geht denn der hin? Achso, hier, okay. Okay, der andere muss sich umdrehen. Na los, na los, na los. Ich weiß auch, dass du es willst. Try interrogating some of the Marines. They must have something. Put the squeeze on them. Ah, ich hab zu lange gewartet. Scheiße. So. Was? Du bist nicht unter Beschuss. CP, this is Delta 2. Just got shot out of nowhere. Scheiße. Okay, der eine ist oben. Na komm, kipp um. Kipp schon um. Kipp um. Ich hab den voll erwischt. Na klasse. So ein Dreck. Das ist gar nicht gut. Und ich stehe ja noch wie auf dem Präsentierteller hier. Warum kippt der Typ nicht um? Scheiße, trifft die Definition dieser Situation überhaupt nicht. Hallo? Würde der Typ da vorne bitte mal umkippen? Bitte? Ach nö, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Der Typ da vorne scheint auch weg zu sein jetzt. Okay, da hier gerade keiner ist. The helipad. That matches Chico's tape. Ich bin mir jetzt so frei. Wir haben jetzt gerade alles zusammengezogen, ey. Lass mal hinkriechen. Ach du Scheiße. Mal schön alle markieren hier. War noch einer auf dem Fern da. Okay, war hier noch irgendwas? Doof gelaufen. Hallo, was macht der denn da? Dennoch. So, dann mal kurz zurückziehen. Bifi. Ich könnte heulen. Ich könnte richtig, richtig los sein. Das ist auch echt nicht wahr. Ich bin hier und habe hier mal eben so 2, 5, 8, 9, 11 Gegner in meinem Bereich. Die anderen abgezogen natürlich, ne?
Hätte ich jetzt ein Scharfschützengewehr, wäre alles kein Problem. Aber ich habe keins. Stimmt, ich muss da vorne lang. Was ich versuchen kann, ist hintenrum. Ah, zurück, 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 zurück. Ich habe auch keine Munition mehr zum Nachladen. Also ich kann noch 7-mal jemanden betäuben. Okay. Fange ich am besten mit dem hier an. Oder auch nicht. Das ist jetzt... Jetzt kommt dieses taktische Denken dran. Ach, Mann. Kurz ein bisschen. So. Huey's handling preparations for the inspection. Keep your mind on the mission. Naja, ja, schön. Ich kümmere mich auch um meine Mission. Und dafür muss ich hier vorne lang. Ich hab den getroffen. Ihr habt's gesehen. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn ganz genau getroffen. Ganz genau. Richtig schön getroffen. Ich warte jetzt nur, bis er umkippt und ich hier runter kann, um dann lang zu gehen. Und da kommt schon der nächste. Okay. So. Der ist weg. So kann ich natürlich nicht sehen. Also treffe ich bestimmt nicht. So, so will ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt treffen, ne? Ach, Kacke, verdammte. Mal kurz den Rückwärtsgang. So, hallo? Würdest du dich bitte mal zu dem Typen drehen? Okay. Will ich ihn hier durchtreffen? Ja, würde ich. So, jetzt heißt es wieder warten. Und diesen Luftabwehrgeschütz. So. Das muss ich auch noch zerstören. Glaube ich, war eine optionale. So. Komm, kipp um. Kipp um. Ach, Gott sei Dank. Würdest du jetzt bitte mal hier runtergehen, verdammt Kacke. So. Die zwei sind schon mal weg. So. Soll ich mal so assi sein? Soll ich mal so richtig, richtig assi sein? Nee. Warum? Ganz einfach, weil ich es gleich sowieso machen muss. Ich will noch ein bisschen Spaß haben. Und im Hellen laufen. Scheiße. Der Typ da ist... Donner, okay, ist nicht mehr. Okay. Der Typ guckt natürlich in meine Richtung, das ist ja klar. Ich habe jetzt noch 3 Leute vor mir. 4 mit dem da oben. Den da oben muss ich auf jeden Fall noch ausschalten. So. Ich hoffe nur, dass die hinter mir niemand entdeckt. Ich lasse die jetzt erstmal einfach liegen. Einfach aus dem Grund, weil das jetzt viel zu viel Probleme verursachen würde. Komm, der muss auf jeden Fall noch umkippen. So, und den da oben treffe ich von hier aus. Okay, ich würde ihn treffen, aber ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich habe nur noch 4 Schuss. Kipp um. Sehr gut. So, jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich mich hier irgendwie
zwischen sie verstecken kann. Ich muss den da irgendwie treffen. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das war jetzt derbe Munitionsverschwendung. Weil nur jetzt kann ich den Typen treffen. So. Zwei Schuss habe ich noch. Da vorne steht noch einer. Und hier läuft noch einer lang, das weiß ich. Aber anscheinend jetzt gerade nicht. Ich muss auf jeden Fall da vorne noch lang. Okay, ich sehe da noch zwei weitere Typen. Jetzt muss ich ein bisschen taktischer denken. Oh, taktisch denken. Ich und taktisch denken. Ne, Quatsch, muss ich gar nicht. Was laber ich da? Ich mach's auf eine andere Methode. Hallo? So. Den habe ich jetzt erwischt. Der muss jetzt noch umkippen. So. Von wo? Oh fuck. Kann ich mich hier drunter verstecken? Alles klar, das geht. So, da ich jetzt keine Munition mehr habe, muss ich jetzt die Waffe hierfür nehmen. Nein! Scheiße. Was? Ja. Genau das musste passieren. Okay, das musste jetzt einfach passieren. So, da oben sind Kameras. Ah, scheiße, das ist... Also unpassender geht es natürlich jetzt gerade gar nicht, also, ne? Aber gut. Das ist das, was ich meinte. Ich muss das gleich machen. Schön nachladen hier. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss den Alarm ausschalten. Los. Ja, da ist die Alte. Aber ich muss erstmal den Alarm loswerden. Das Licht ausmachen. Das finde ich etwas wichtiger. Weil ich das Licht nämlich später brauche. Also, die Dunkelheit. So, ich verstecke mich jetzt mal hier. Und... ja, würde ich sagen... würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Metal Gear Solid. Also, tschüss! Wird spannend weitergehen.